Zieht euch das rein, Mann. Das ist echter Hip-Hop. Intelligent zu sein ist wieder cool. Das ist unser Verdienst. Vor KRS-One war es cool, ein Depp zu sein. Verstehst du? Ein Idiot, der nur inhaltlose Reime von sich gibt. Meine Message war von Anfang an klar. Ich bin der Lehrer, die anderen sind Könige. Wer sich den Thron erkämpft, hat ihn verdient. Ich brauche keine Krone, um die Nummer eins zu sein. Weißt du, Wissen ist Herrschaft. Das sage ich auch den Kids. Ihr braucht weder Klunker noch einen Thron oder eine Krone. Auf das, was in euren Köpfen passiert, kommt es an. Im Hip-Hop geht es um Werte und nicht um Klamotten. Das Gewand macht noch lange keinen Mönch, sondern umgekehrt. Die Klamotten sind nur so viel wert wie der, der drinsteckt. Unter den Fans von KRS-One findest du Ärzte, Anwälte, Richter, Polizisten, Studenten, Drogendealer, Waffenhändler, Spieler. Egal, ob sie von ganz oben aus dem Establishment oder irgendwo aus dem tiefsten Underground kommen. Meine Fans sind Menschen, die an ihr Ziel glauben. Bei anderen Rappern sieht es ganz anders aus. Ihre Texte sprechen Leute an, die in den Knast wandern, die im Krankenhaus landen, Arbeitslose, Kids, die von der Schule fliegen und solche Leute. Das sind ihre Fans. Das Leben ist die Quittung für das, woran man glaubt.